So, moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program 1.6. Wir sind ja beim letzten Mal über die erste Rakete in den Orbit vorgedrungen und haben auch schon einen Flyby am Moon gemacht. Und heute gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe noch so eine kleine Nebenmission ja vergessen gehabt. Unseren Entkoppler, den wir auf jeden Fall noch irgendwann mal machen sollten, weil es dafür noch Kohle gibt. Aber jetzt gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Auf der Kerbins World First Record Keeping Society, also den, ich nenne es mal, Karrierefahrtmissionen, die man nicht ablehnen kann, haben wir jetzt als nächstes das sogenannte Rendezvous. Das Rendezvous ist die Vorstufe zu einem Docking. Das werde ich euch heute zeigen. Also wie trifft man sich im Orbit mit einem anderen Raumfahrzeug? Das nehmen wir auf jeden Fall mal an. Und ich kombiniere das immer sehr gerne, auch in den anderen Tutorials, mit einer sogenannten Rettungsmission. Es gibt hier auch ganz oft, wenn ihr das Rendezvous-Ding bekommt. Wenn nicht, müsst ihr halt selber eine Rakete hochschießen, also sollte es das noch nicht geben. Aber normalerweise habt ihr zu diesem Zeitpunkt auch immer schon diese Rettet aus der Umlaufbahn von Kerbin. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir Sybalia oder den Matrus retten. Wir gucken jetzt einfach mal. Der Matrus ist deutlich besser bezahlt, also werden wir natürlich den Matrus nehmen und ihn retten. Oder sie, ich kann da nicht so richtig ein Geschlecht draus ableiten. Das heißt für uns, wir müssen eine Rakete bauen, mit der wir einen zweiten Kerbal im Orbit abholen können. Und wir müssen natürlich mit dieser Rakete ein Rendezvous fliegen. Also macht total Sinn für unseren anderen Auftrag, das mitzunehmen. Und deshalb nehme ich den jetzt mal an. Was hier unten jetzt schon passiert ist, nebenbei, wenn ihr sowas seht, wir haben ja jetzt maximal 7 Aufträge, die können wir schon mal haben. Da haben wir auch 10 Jahre Zeit für, bei Dauer steht das immer. Stelle eine Flagge auf Mann auf, also auf dem Mann, auf dem Moon, wo wir später hinfliegen. Das ist ja unser Karriereweg. Wir waren ja schon im Flyby, wir werden da noch einen Orbit machen, wir werden da sicherlich auch landen. Ich nehme das jetzt einfach schon mal an, weil das ist gutes Geld. Das ist wirklich gutes Geld und es gibt auch schon einen kleinen Vorschuss. Schadet also nicht. Gut, dann werden wir jetzt unsere Rettungsmission bauen und planen. Dafür gehen wir aber vorher einmal mit den Wissenschaftspunkten, die wir ergattert haben. Also wir haben ja 284 Wissenschaftspunkte von unserem Moon-Flyby. Gehen wir jetzt einmal in das Forschungszentrum und gucken uns mal an, was es da so gibt. Und zwar gibt es dort verschiedenste Sachen so auf der 90-Punkte-Ebene. Die sind relativ interessant, aber jetzt mal ganz wichtig. Wir hatten diese Sache jetzt zweimal in den Folgen, das Umkippen. Und ich habe immer von der Startrampe gesprochen. Die Startrampe ist hier bei allgemeine Konstruktion für 45 Punkte mit drin. Das ist der Startstabilisierer TT-18A. Mit der könnt ihr eure Raketen auf dem Startpad stabiler stehen lassen. Empfiehlt sich sehr, das mitzunehmen. Und deshalb kaufen wir die auf jeden Fall mal. Da sind auch die Struts mit drin, was genau Struts oder hier Verbindungsstreben sind. Damit stabilisiert man Raketen insgesamt. Das wird bei größeren Raketen interessant. Zeige ich euch gleich beim nächsten Bauen. Wir haben hier die Luftfahrtsachen. An sich, wenn man nicht unbedingt Flugzeuge bauen will, ich mache hier ein Raketentutorial, deshalb werden wir Flugzeuge später mal so vorsichtig streifen, aka ich bin fürchterlich schlecht mit Flugzeugen. Nicht so fürchterlich interessant für mich, aber im Baum eine Vorbedingung für Landebeine und so weiter. Und da wir sicherlich irgendwann mal Landebeine und größere Hitzeschilder haben wollen, nehmen wir das jetzt einfach mal mit. Und last but not least die Flugsteuerung, auch hier noch ein weiteres Wiedereintrittsmodul mit dabei. Die Erbse, auch schon für 2 Crew geeignet, nehmen wir jetzt auch schon mal mit. Dann haben wir nämlich die 45-Punkte-Ebene soweit fertig. Warum mache ich das? Um die Vorbedingungen zu schaffen, unter anderem für die fortgeschrittene Flugsteuerung. Was ich jetzt nämlich holen will, ich nehme jetzt ganz bewusst die Sachen, die nicht in der Expansion drin sind. Also ihr habt jetzt auch die Erbse, wenn ihr die Expansion habt, aber das ist ein DLC-Teil. Deshalb kaufen wir uns jetzt die fortgeschrittene Flugsteuerung, damit das Tutorial auch für diejenigen von euch funktioniert, die eben das DLC nicht haben. Gibt es hier die Kommandokapsel MK2. Das ist jetzt, nachdem das erste Jahr die Mercury-Module waren, also die einsitzigen Kommandokapseln der USA, ist das so ein bisschen dem Gemini-Modul nachempfunden. Da können also 2 Kerbals sitzen, das seht ihr. So, wartet mal, mit Rechtsklick fixieren. Hier an der Crew-Kapazität. Hier passen jetzt schon 2 rein. Da wir ja in den Orbit wollen und einen Kerbal zurückholen, macht es natürlich Sinn, einen zweiten Sitz zu haben. Deshalb auf jeden Fall
die auch noch dazu gekauft. Wenn ihr, wie gesagt, hier die Erbse gekauft habt, könnt ihr das auch gerne mit der Erbse machen. Das schadet nicht oder das ist jetzt nicht irgendwie falsch. Das funktioniert auch da wunderbar. So, das ist jetzt erstmal gekauft. Wir haben noch knappe 60 Wissenschaftspunkte. Das reicht natürlich nicht, um noch irgendwas aus der 90er-Kategorie zu kaufen. Wir brauchen aber im Moment jetzt auch erstmal für eine Rettungsmission nicht zwingend noch was weiteres. So, wir werden jetzt eine Rakete bauen. Eine Rakete, die etwas größer ist als das, was wir bisher gebaut haben, um eben diesen zweiten Platz zu gewährleisten. Und wir nennen diese Rakete Orbitalrettung, denn wir werden damit ja eine orbitale Rettung durchführen, nämlich von einem Körbel, hoffentlich aus dem Orbit. Haha, das kam jetzt überraschend, aber ihr wisst, was ich meine. So, die Kapsel an sich ist ein bisschen größer, auch vom Durchschnitt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein bisschen größere Bauteile nehmen müssen. Und ich habe so die Befürchtung, wir haben noch gar nicht die passenden Hitzeschilder, ne? Das ist ja ärgerlich. Da müssen wir das vielleicht ein bisschen anders bauen, weil ich mich selber gerade getrollt habe mit der großen Kapsel, weil das ja alles so einfach wäre. Wir werden das ein bisschen anders machen müssen. Mal gucken, ob wir über die einfache Kapsel und... Ja, dann nehmen wir die Landebüchse. Dann ist das so. Dann ist das so. So, die einfache Kapsel und die Landebüchse. Zack. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall die Landebeine. Da sollten wir uns jetzt, glaube ich, drum kümmern, weil... schwierig. Schwierig. Ich überlege gerade, wie wir das am elegantesten lösen, ohne uns umzubringen. Also die Landebüchse ist ein bisschen breit und eigentlich auch nicht für einen Wiedereintritt gedacht. Das heißt, wir können mal gucken, wie es mit der Crewkabine aussieht. Wichtig ist hier vor allen Dingen der Masseschwerpunkt. Das ist so ein bisschen der Trick an der ganzen Geschichte. Wir haben damit auf jeden Fall genug Platz. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir hier ein Bauteil haben, was nicht unbedingt dafür gedacht ist, aus dem Orbit wieder einzutreten. Also ein bisschen hitzeempfindlicher. Aber wir müssen halt einfach vorsichtig damit fliegen. Was wir da machen werden, ist auf jeden Fall ein bisschen zusätzliche Fallschirme anbringen. Denn heute geht es uns ja nicht so sehr um die Forschungsdaten. Und wir müssen sehr, sehr langsam sein, wenn wir wieder eintreten. Also wenn wir wieder landen, Entschuldigung, nicht wieder eintreten. Deshalb nehmen wir zusätzlich zu dem Fallschirm, den wir sonst hatten, auf jeden Fall noch zwei seitliche Fallschirme mit und können dann unter das Ganze unseren ganz normalen Hitzeschild anbauen, weil der von der Größe her auf jeden Fall passt. So kann man erstmal wieder eintreten. Das sollte ganz gut funktionieren insgesamt. Und wir könnten jetzt noch eventuell Batterien mitnehmen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass eigentlich mit dem Strom, den wir haben, sollten wir klarkommen. So, jetzt wird es wieder relativ Standard zu dem, was ihr eigentlich kennt. Und wir werden jetzt ein paar Sachen uns mal angucken müssen. Jetzt lasst mich mal kurz schauen. Das ist ja der, den wir testen sollen. Auf einer Höhe von 170 bis 180 Kilometern. Wie lösen wir das elegant für uns? Ich überlege gerade, wie wir die noch nebenbei erledigen können. Auf jeden Fall nicht an der Kapsel. Wir packen jetzt erstmal hier die Kappe drunter. So, ich überlege gerade, ob ich es für euch so komplex machen will gerade. Oder ob ich einfach bei dem bleibe, wie es normal ist. Also wir machen eine ganz normale Oberstufe mit dem Terrier-Triebwerk. Hier gilt halt auch wieder gucken, im Vakuum 1600 Delta V. Das reicht locker aus, um unsere Geschichten zu erledigen. Und das wäre so die normale Upper Stage. Was ich jetzt mache, mache ich wegen meinem TD-12-Auftrag. Also wenn ihr diesen Auftrag nicht habt und nicht erledigen wollt, dann könnt ihr das höflich ignorieren. Aber ich mache das wegen dem lustigen TD-12-Auftrag. Zack, ich splitte das ein bisschen auf. Einfach meine Delta V in kleinere Stufen, damit ich halt im Orbit die Möglichkeit habe, mich nochmal von was zu trennen. Am Ende ist das relativ ähnlich. Ich werde ein bisschen weniger Delta V haben, weil ich zwei Triebwerke mitschleppe. Aber ihr seht, ich benutze jetzt einfach zweimal den T-200-Tank mit zwei Triebwerken. Und dann habe ich nämlich den
die Kappler hier dazwischen und kann den im Orbit testen. Also das tue ich jetzt aber nur wegen dieser Zusatzmission. Wenn ihr das nicht braucht, dann baut ihr das einfach so, wie ich euch eben gezeigt habe, mit dem großen Tank. So, jetzt nehmen wir wieder einen Koppler für die nächste Stage. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben 30 Bauteile zur Verfügung. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass wir es nicht zu sehr übertreiben mit dem, was wir da so reinbauen. Allerdings haben wir mittlerweile ja ganz gute Möglichkeiten, über die Bauteile hier zu variieren. Ich guck mal, was wollen wir denn optisch fliegen? Ja, so. Ja, wir fliegen richtig weiß. Komplett weiß. Schön. So, wir nehmen hier einfach 4 Stück und die kombinieren wir wie beim letzten Mal auch wieder mit dem Schwenkertriebwerk, wobei ich mittlerweile die Möglichkeit haben müsste. Lass mich mal gucken. Genau, ich zeige euch jetzt mal was anderes. Also, der Schwenker ist ja zum Lenken da und das Autark, hatte ich ja gesagt, das kann nicht so gut lenken, ist aber effizienter. Wir nehmen jetzt mal das Autark, haben jetzt aber das Problem, dass wir die Rakete an sich eigentlich nicht steuern können. Aber in der Atmosphäre können wir was anderes tun. Wir können nämlich diese Winglets benutzen. Es gibt bestimmte Sachen, die einfach eine Auslenkung haben. Also das sind dann so steuerbare Tragflächen. Die kann man natürlich benutzen, um seine Rakete unter Kontrolle zu bringen. Gibt es verschiedene von. Ich persönlich bin ein großer Freund des Delta Deluxe Winglets. Das ist aber eine reine Optikentscheidung bei mir. Also ich fliege sehr gerne so zum Beispiel dann und kann jetzt über diese Winglets, sobald die Rakete eine gewisse Geschwindigkeit hat und noch Atmosphäre da ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das funktioniert nicht, wenn ihr außerhalb der Atmosphäre seid, aber dann sind wir ja oben auf dem Terrier, das kann er dann wiederum lenken, kann man ganz nett eigentlich dafür sorgen, dass man eine Kontrolle über die Rakete hat. Also wir nehmen jetzt mal das Autark-Triebwerk und gucken mal, wie das funktioniert. Ansonsten erzeugen die Dinger natürlich auch ganz hervorragend Drag. Und ich überlege jetzt gerade, wir sind bei 16,7 Tonnen. Ob wir mal statt dem seitlichen Entkopplermodell was bauen, was in die Länge geht, eben weil wir jetzt die Möglichkeit haben, mit der Startrampe uns zu stabilisieren. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das vom Gewicht her hinhaut. Ich würde jetzt nämlich einfach den Klopfer direkt unter diese Stufe drunter hauen. Delta V haben wir damit mehr als genug. Jetzt kommt halt die spannende Frage, reicht das, um zu starten? Wir haben jetzt eine Masse von 24,02 Tonnen und das Ding hat at Sea Level oder nautisch Null einen Schub von 250 kN. Das ist relativ knapp, der wird am Anfang nur sehr, sehr langsam steigen, aber er sollte steigen, das ist der wichtige Part. Das heißt, wir werden das jetzt mal so probieren, weil so ist die Rakete schön schmal und sieht halt aus wie so eine richtige Rakete, wie man sich das vorstellt. Und die Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, ist Folgendes zu tun. Also wir haben jetzt noch, wenn ihr unten seht, 6 Bauteile frei. Was ich jetzt nochmal mache, um ein bisschen Kontrolle auch zu behalten, ich mache genau diese 4 Steuerflächen auch nochmal hier unten ran. Und ich nehme jetzt 2 von diesen Startrampen und packe die heran. Damit steht meine Rakete, obwohl sie so lang ist, auf jeden Fall stabil. Jetzt zeige ich euch mit den Struts, was das auf sich hat. Man kann jetzt, wenn ihr Struts freigeschaltet habt und die Advanced Tweakables angeschaltet, mit Rechtsklick eine Autostrebe aktivieren. Und wenn ihr ganz unten sagt, Autostrebe zum Verankerungsteil, dann läuft hier so ein Strich durch, ganz nach oben zum ersten Bauteil. Genauso könnt ihr hier oben irgendwo sagen, ich möchte gerne eine Autostrebe zum schwersten Teil. Das ist im Moment unser Booster. Dadurch verstrebt sich die Rakete und ist etwas stabiler in sich. Und ihr habt die Möglichkeit, damit dann etwas schöner zu arbeiten. Solange Raketen haben sonst nämlich die Tendenz, wie soll man das nennen? Kennt ihr diese Gummiwürmer aus den Haribo-Packungen? Oh Gott, Werbung. Die schlackern halt auch so. Und so ähnlich wird das, wenn Raketen bei KSP sehr, sehr lang sind. Dann werden die in sich nicht unbedingt stabiler. So, ich habe jetzt das ganze Staging mal ein bisschen gerade gezogen. Ich muss mal gucken, ob das passt. Also, als allererstes entkoppeln wir hier die Rakete und zünden gleichzeitig das Triebwerk. Das sollte eigentlich passen. Wir sind gewichtstechnisch über den 25 Tonnen. Also mit diversen Rundungen, selbst mit Negativrundungen ist das alles noch okay. Das sollte nach vorne gehen. Dann entkoppeln wir uns auf das Autark-Triebwerk und fliegen so weiter. Dann entkoppeln wir uns auf das erste Terrier. Dann entkoppeln wir uns auf das zweite Terrier. Und natürlich werden wir irgendwann die Triebwerke vor dem Wiedereintritt
abwerfen. So, damit können wir theoretisch unsere Sachen erfüllen. Ich lösche jetzt mal die Meilensteine, die wir zuletzt hatten. Sind im Limit für alle Vorgaben, auch mit den Teilen, mussten jetzt auch noch nichts weiter upgraden. Das heißt, wir stellen das Ding jetzt raus auf die Startrampe. Und jetzt kommen wir zum Thema, wie fliege ich eigentlich eine Orbitalrettung? Also, da fallen jetzt zwei Sachen mit rein. Nämlich, ich muss ein Rendezvous herstellen, also ich muss mich mit einer anderen Rakete treffen. Und ich muss dann natürlich neben der anderen Rakete anhalten und einmal umsteigen. Das Umsteigen habt ihr hoffentlich aus der letzten Folge schon so ein bisschen mitgenommen, wie das mit dem Raketenrucksack funktioniert. So, und wir können jetzt hier mal in den Map-Modus gehen. Das macht ihr mit der Taste M. Und dann werdet ihr sehen, es gibt hier oben den Rumpf von Mattress. Bei euch heißt der eventuell anders natürlich. Und den können wir jetzt schon mal als Ziel setzen. Sobald ihr das getan habt, wenn ihr mit der Maus drüber geht oder mit Rechtsklick, könnt ihr das fixieren, seht ihr hier auch eine Entfernung. Ihr seht auch eine Höhe. Je teurer die Missionen sind, umso weiter sind die entfernt. Ihr seht seine Apoapsis, die ist auf 90 Kilometer und seine Periapsis auf 76 Kilometer. Und ihr seht unseren Startplatz. Darauf sind wir auch fixiert. Das ist hier. Und jetzt müssen wir natürlich warten. Metrus ist jetzt direkt auf der anderen Seite von Kerbin, wird aber natürlich früher oder später vorbeikommen. Das heißt, wir können jetzt hier auf dem Launchpad einfach ganz gemütlich den Zeitraffer einschalten. So, und jetzt kommt so ein bisschen persönliche Präferenzsache. Was wir jetzt üben werden, ist, eine Rakete hinterher zu fliegen. Wenn ihr einen direkten Approach fliegen wollt, empfehle ich euch eine Entfernung von ungefähr 400 Kilometer hier, wenn ihr startet. Für eine Rakete, die sich in einem 70, 80 Kilometer Orbit befindet. Also das zählt da noch grob mit rein. Das heißt, jetzt müsstet ihr langsam starten. Ich werde jetzt aber mit voller Absicht den Metrus ein bisschen näher ranlassen, weil ich möchte euch zeigen, und am Anfang werdet ihr noch nicht so gute Treffer hinbekommen, dass ihr einen direkten Anflug macht und die sind dann, wenn man es versaut, verbraucht man sehr viel Treibstoff. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie es eigentlich funktioniert. Das heißt, man, auch wenn man zum Beispiel in einer echten Raumfahrt zu ISS fliegt, wird man einen sogenannten Chaser-Orbit, auf Deutsch sowas wie einen Verfolgungsorbit, eigentlich anstreben. Das heißt, wir fliegen in einen Orbit, der etwas tiefer ist als Metrus, um ihn einzuholen. Wie das dann funktioniert, erkläre ich euch gleich oben im Orbit. Das könnt ihr so machen, wenn Metrus so bei 250 bis 200 Kilometer ist, also jetzt. Ihr seht dann auch auf dem Navball wandert jetzt hier dieses Zielsymbol langsam euren Navball entlang. Wir starten ganz normal in Richtung der 90 Grad und jetzt gucken wir mal, ob ich mich vertan habe mit der Rakete oder nicht, aber eigentlich sollte das klappen mit dem Booster, auch wenn es am Anfang etwas zäh ist. Ihr seht, wir haben kurz einmal durchgesackt, bis die Rakete ihren Schub entwickelt hat. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, dass sie ihren Schub aufbaut. Einfach weil der Booster sehr, sehr niedrig von der Thrust-Weight-Ratio ist. Man hätte jetzt hier auch einen Tank rausnehmen können, um dem ein bisschen mehr Bums zu geben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das so funktioniert. Wir gehen leicht in Richtung der 90 Grad und lassen ihn erstmal arbeiten. Aber ihr seht, wir kriegen jetzt auch schon ganz gut Geschwindigkeit drauf für den Anfang. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall unseren Schub nachher noch hin. Wir orientieren uns hier wieder an der 90 Grad Linie und sobald unser Feststoffbooster durch ist, werden wir decoupeln auf das nächste Triebwerk und jetzt versuchen wir mal über die Tragflächen unsere Steuerung zu machen. Ihr seht, das ist auch nicht ganz so einfach wie mit dem Schwenkertriebwerk. Wir driften jetzt ein bisschen ab, da muss man halt ein bisschen gegensteuern, aber insgesamt klappt das gar nicht so schlecht mit dem Gravity Turn. Ihr müsst jetzt halt gucken, dass ihr bei der 45 Grad Drehung nicht zu weit absackt und euch da nicht zu tief hängt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen versaut mit der Rakete. Ich glaube, ich hatte zu wenig Schub am Anfang und komme nicht richtig hoch mit der Nase. Okay, ich würde sagen, den Flug können wir mal fröhlich zurücksetzen und in den Fahrzeugbau. Also, Irren gehört bei Kerbal Space Program halt mit dazu. Also ihr habt jetzt gemerkt, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Woran liegt es? Zum einen an dem Triebwerk und wir sind auch wirklich zu langsam gewesen in der tiefen Atmosphäre. Das heißt, da habe ich es etwas übertrieben. Mit Sparsamkeit. So, ich habe jetzt mal auf ein Schwenkertriebwerk umgestellt. Das spart uns Bauteile, weil wir die Flossen nicht brauchen. Und wir können jetzt über das Triebwerk ganz normal steuern. Flossen sind, wie gesagt, bei der Geschichte als optional zu betrachten. Und was wir jetzt machen können, ist mit diesem Triebwerk natürlich mal gucken,
wie weit wir schon sind. Also wir haben jetzt schon 3705 Delta V. Wir müssen jetzt nur noch am Anfang ein bisschen wegkommen bei der ganzen Geschichte. Und dafür machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir nehmen jetzt zwei radiale Kuppler. Das wird wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren. Und wir bauen die so an, dass das seitlich zu unserer Startrichtung läuft. Also quasi so, hauen das so auf Höhe des zweiten Tanks. Zack. Und dann können wir die hier mit dran stecken und dann haben wir deutlich mehr Schub und kommen am Anfang auch deutlich besser weg. So, bauteilemäßig haben wir noch 8 Teile frei, also das haut ganz gut hin und können jetzt hier erstmal noch diese Bugnase drauf, die hilft auf jeden Fall. Und auch hier könnt ihr mit dem Rechtsklick die Dinger jetzt miteinander verstreben, weil sie ja die beiden schwersten Teile sind und werdet damit deutlich stabiler die Rakete steuern können. So, wir nehmen in die Mitte wieder unsere Flossen mit rein, Entschuldigung, die kleinen Flossen, weil wir haben ja jetzt das Schwenkertriebwerk, das heißt, wir brauchen nicht unbedingt steuerbare Flossen. Ihr könnt natürlich trotzdem steuerbare Flossen mit reinnehmen, das bleibt euch überlassen. Und mit den zwei freien Bauteilen werden wir jetzt die Rakete wieder stabilisieren, damit sie ordentlich steht. So, und damit sollten wir einen deutlich besseren Start hinlegen können, als das eben der Fall war. Weil wir mit dem Schub nicht zu wenig unterwegs sind. So, das Staging ist nochmal angepasst. Ihr seht, wir haben jetzt auch wieder 4706 Meter pro Sekunde, wenn wir es rein im Vakuum rechnen. Das haut nicht ganz hin. Und jetzt wiegen wir zwar 31 Tonnen, haben aber Schub für ungefähr 50 Tonnen verfügbar. Das heißt, jetzt sollte ordentlich was passieren. So, Jebediah sitzt im Sitz und wir versuchen es einfach nochmal und gucken mal, ob wir unseren Irrtum jetzt beglichen haben. Genau, das sind so ein bisschen die Sachen, da muss man sich rantasten und gucken, wie es funktioniert. Hier hat es jetzt einfach nicht gereicht in der ersten Stage und dann merkt man relativ schnell, dass da viel zu wenig Schub mit dabei ist und da muss man dann einfach ein bisschen mehr dazu packen. Okay, klassischer Fall von More Booster, das werdet ihr auch noch kennenlernen. Ansonsten funktioniert das jetzt wieder genauso. Das heißt, wir holen uns den Mattress wieder ran auf 200 und ein bisschen Kilometer und werden dann unsere Rakete starten, um ihn einzuholen. So, das Ganze läuft erstmal, jetzt sind wir bei 150 Kilometer, das ist aber auch nicht so wild. So, das Ganze läuft erstmal wie ein ganz normaler Start. Das heißt, wir starten mit den Boostern und wollen in Richtung 90 Grad abfliegen. Das lassen wir jetzt erstmal relativ senkrecht nach oben laufen, weil die Booster natürlich nicht besonders steuerbar sind. Also ich kann jetzt zwar so ein bisschen über die Thrust Authority oder beziehungsweise über das Reaction Wheel, also es ist ein Reaktionsrad in den oder ein Gyroskop eigentlich, in der Kapsel drin, mit der kann ich das so ein bisschen erzwingen. Richtig dolle ist das aber nicht. Ihr seht, das ist sehr, sehr zäh, das zu machen. Aber man hat so einen kleinen Dreher schon mal drin. Ihr seht, mit den Boostern jetzt natürlich mit zweien, da geht ein bisschen mehr. Und wir werden jetzt gleich auf das nächste Triebwerk gehen. Dann entspannt sich das natürlich schubmäßig erstmal. Ihr seht, wir werden sogar ein bisschen langsamer. Ist aber nicht so wild, weil wir haben echt schon ganz gut Geschwindigkeit drauf. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen mit diesem, der Körbel fliegt selber einen Gravity Turn. Ihr seht jetzt, das Ziel geht jetzt gerade über uns drüber. Also irgendwo da oben ist gerade der Mattress unterwegs. Und wir müssen jetzt unsere Rakete mal so ein bisschen um die Ecke bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir einen flacheren Winkel fliegen. Und ihr seht, wir bauen jetzt auch wunderbar Geschwindigkeit auf. Es steuert sich sehr viel schöner mit dem Triebwerk. Die Rakete liegt sauber. Und ich gehe jetzt gar nicht dem Pinken hinterher. Also ignoriert mal, dass es da dieses pinke Zeichen gibt, sondern wir fliegen wirklich ganz normal in den Orbit. Das heißt, ich gehe hier wieder auf diese ungefähr 40, 45 Grad Neigung und lasse unseren Körbel da die Rakete erstmal fixieren. Und wir beobachten, was hier passiert. Wir werden jetzt nicht komplett auf die Höhe von Mattress aufsteigen. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Wir werden einen etwas niedrigeren Orbit fliegen. Das heißt, was wir tun, während Mattress jetzt langsam von uns wegfliegt, weil wir sind ja sehr spät gestartet, wir setzen uns jetzt auf einen Orbit, aus dem wir ihn verfolgen können. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen flacher, weil wir haben mittlerweile ganz gut Höhe gewonnen. Also so ganz knapp über den Horizont, wahrscheinlich sogar fast auf dem Horizont, damit wir noch weiter Geschwindigkeit aufbauen. Und unser Ziel ist es jetzt, die Apoapsis so auf die 70 bis 72 Kilometer zu bringen. Also relativ knapp über der Atmosphäre.
Denn je flacher wir unseren Orbit unter den Mattress ziehen, umso schneller werden wir den Mattress nachher auch einholen können. Das heißt, jetzt einfach schon mal alles auf Geschwindigkeit. Er zieht uns jetzt gerade noch weg, weil er natürlich schon schneller ist als wir. Wir haben ja noch nicht ganz Orbitgeschwindigkeit. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir werden ihn nämlich gleich einholen, Schrägstrich die Entfernung aufholen, die uns im Moment noch fehlt. Ihr seht, dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr flach fliege, kommen wir natürlich schon sehr weit und schnell auf Geschwindigkeit, während wir immer noch an unserer Apoapsis arbeiten. Jetzt muss ich einmal stagen, weil unsere erste oder unsere mittlere Stufe, unser erster Booster quasi durch ist und fliege jetzt mit dem ersten Teil unseres Triebwerks, unseres Terrier-Triebwerks, also oder meines ersten Terrier-Triebwerks. Falls ihr das auch so gebaut habt, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, habt ihr diese Mission wohl nicht. So, und jetzt bringe ich uns so auf 71 Kilometer. Ein bisschen Puffer schadet da nicht. Wir werden durch die Atmosphäre auch noch gebremst. Und bei 71 Kilometer drücke ich kurz X und dann ist unser Triebwerk erstmal aus. Und ihr seht, Mattress ist immer noch ein bisschen schneller als wir, weil wir sind natürlich immer noch nicht auf der Orbitgeschwindigkeit angekommen. Aber wir coasten jetzt erstmal ganz gemütlich. Also wir gleiten quasi, ohne unseren Antrieb zu zünden, erstmal in Richtung unseres Orbits. Ich habe jetzt hier schon mal rechtläufig oder auch, wie man es eigentlich nennt, prograde in Flugrichtung eingerastet, dass unser Körbel die Richtung hält, während wir die Atmosphäre verlassen. Was wir jetzt machen, ist gleich kurz vorher, also wenn wir noch so ungefähr 20 Sekunden oder sowas zur Apoapsis haben, zünden wir nochmal das Triebwerk, um den restlichen Schwung aufzunehmen. Dabei können wir auch schon mal ein bisschen rausscrollen. Es wird nämlich drüben dann gleich die Periapsis entstehen. Das kennt ihr ja schon von unserem Flug zum Moon. Die werden wir auch relativ niedrig halten, um eben einen kleineren Kreis zu fliegen als der Mattress. Denn den kleineren Kreis fliegen wir schneller aus zwei Gründen. Zum einen ist unsere Geschwindigkeit höher und zum anderen ist so ein kleiner Kreis halt einfach kleiner, wenn man tiefer fliegt. Und damit kann man selbst mit der gleichen Geschwindigkeit den Kreis natürlich schneller fahren, um es mal ganz, ganz basic zu sagen. So, ihr seht, jetzt schiebt sich hier der Orbit raus und wir sind jeden Moment dabei, die Umlaufbahn zu bekommen. Und dann gibt es drüben auch eine Periapsis. Das ist immer so bei ungefähr 2200 und ein paar gequetschten Metern. So, jetzt könnt ihr da auch mit Rechtsklick draufklicken und ihr seht dann gleich, ah, jetzt muss ich doch schon stagen. Stagen geht leider nicht im Map View übrigens. Dann funktioniert das mit meinem Decoupler nicht. So, wenn er sich so dreht, ist das immer ein ganz gutes Zeichen, dass er es gleich soweit hat. So, wir werden das jetzt noch ein bisschen hochschieben, 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 bis wir so ungefähr die 70 Kilometer zusammen haben. Und dann müssen wir wahrscheinlich gleich einmal ein bisschen gegenbremsen, weil das nicht ganz sauber ist. Denn hier sind wir jetzt schon relativ hoch. Wobei wir aber insgesamt mit dem Orbit unter ihm liegen. Und jetzt seht ihr, wenn ich hier Mattress anguckt, also wir begeben uns jetzt auf ein Rendezvous zu, jetzt nimmt die Entfernung ab. Das heißt, wir folgen Mattress jetzt und dadurch, dass unser Orbit niedriger ist, beginnen wir aufzuholen. Wir haben jetzt 191 Kilometer aufzuholen und um das maximal effizient zu gestalten, ist es so, dass ich jetzt bei der Periapsis nochmal retrograd gehe oder auch rückläufig, wie es hier heißt. Und nochmal die Körbenapoapsis, die jetzt ja auf 76 Kilometer hochgegangen ist, nochmal ganz bewusst wieder runterbremse, damit wir noch ein bisschen flacher fliegen als er. Und zwar so ganz knapp über die Atmosphäre. 71 Kilometer zu 70 Kilometer. Ihr müsst mal aufpassen, bleibt auf jeden Fall über den 70 Kilometern, dann kann euch nichts passieren. So, und jetzt sind wir hier schon oben. Jetzt müssen wir hier natürlich nicht rumsitzen. Also Jebediah kann natürlich, während wir das tun, verschiedenste Dinge tun. Jebediah kann nämlich zum Beispiel EVAs machen. Und zwar seht ihr ja hier EVA-Bericht aus dem Weltraum direkt über Körbens Wasser. Wir hatten das beim Moon schon. Der EVA-Bericht ist eine Sache, die ist biomsensitiv. Das heißt, wir können ein anderes Ergebnis bekommen über jedem unterschiedlichen Biom. Wasser haben wir aber schon gemacht. Jetzt kommen wir hier noch nicht übers Land. Mein Blickwinkel scheint nicht richtig zu sein. Immer noch Wasser. Aber wir kommen jetzt hier gleich über das Land. So, und jetzt seht ihr Körbens Grasland. Den haben wir zwar auch schon gemacht, aber es wäre jetzt ein anderes Biom. Und so können wir jetzt quasi die Zeit nutzen, während wir drin sind. Und ihr könnt einfach schauen auf eurem Orbit, oh, komme ich irgendwo lang, wo ich noch nicht war. Gute Indikatoren sind immer, also Strände sind speziell, Wasser ist speziell, grün, Grassland.
Berge sind oft Highland. Die Pole sind ein eigenes Biom, falls ihr sehr abgewichen seid vom Weg. Es gibt noch Wüsten und es gibt noch sogenannte Lowlands. Heißen die Lowlands? Also hier drüben seht ihr die Wüste. Und das sind immer eigene Biome, die ihr austesten könnt. Also immer, wenn ihr über was drüber fliegt, wo ihr sagt, so, oh, das könnte ich mal ausprobieren, dann guckt euch das an. Ich werde euch auch einen Link zum KSP-Wiki, wo alle Biome von Kerbin mal auf einer Karte aufgemalt sind, unten in die Videobeschreibung packen. Also wenn euch das interessiert, wo ihr da überall Wissenschaftspunkte abgreifen könnt, während ihr eure Kapsel verfolgt, könnt ihr da gerne jetzt mal in die Videobeschreibung reingucken. Wie gesagt, guckt einfach mal. Ich glaube, das sind jetzt zum Beispiel die Highlands. Das sieht sehr bergig aus. Ich probiere es einfach mal. Da könnt ihr dann wieder rausgehen. Probiert es einfach aus. Es ist ja nicht so, als ob euch das irgendwas kosten würde. Und siehe da, Hochland, Entschuldigung, nicht Highlands, sind wieder 8 Wissenschaftspunkte. Die könnt ihr bei so einer Aktion mitnehmen, wenn ihr eh lange im Orbit unterwegs seid. Und ansonsten einfach warten. Macht im Idealfall das SRS aus. SRS kostet euch nur Strom, wenn es arbeitet. Und ihr seht, wir kommen jetzt relativ schnell ran. Wir fliegen jetzt gerade den ersten Orbit erst und wir haben unsere knapp 200 Kilometer schon verkürzt auf ungefähr 100 Kilometer. Und an irgendeinem Punkt müsst ihr euch dann mal überlegen, ich würde jetzt den Metis gerne abfangen. Dafür habt ihr diese Indikatoren hier auf eurem Orbit auch schon. Wenn ihr die nicht habt, müsst ihr die Orbits näher zueinander bringen. So, und die bedeuten folgendes: Ihr habt immer einen mit so einer Linie. Das ist immer, wo befindet sich das andere Raumschiff, wenn wir hier sind. Also, wenn nachher Metris das nächste Mal hier ist, sind wir dort. Wir werden also noch 71 Kilometer Abstand haben. Das heißt, wir haben Metris noch nicht eingeholt an dem Punkt. Wir können jetzt aber mal gucken, wenn wir zum Beispiel hier drüben an der Tag-Nacht-Grenze einfach mal probieren, jetzt unseren Orbit nach oben zu ziehen und Metris dann irgendwann mal zu treffen, dann werden wir beim nächsten Mal, also ich habe das jetzt mit rechts wieder eingeklinkt, dass ich das sehen kann, den Abstand immer weiter verkürzen, weil wir uns jetzt auf seine Höhe heben und ihr bekommt zwei Indikatoren. Das ist ein bisschen eine Übungssache, also ihr könnt dadurch, dass ihr das Manöver hin und her schiebt, die Stelle dann halt auch finden, an der das gut funktioniert. Ich mache es einfach schon sehr lange und sehr oft, deshalb gelingt mir das mittlerweile eher so aus dem Bauchgefühl raus ganz gut. Das wird euch irgendwann auch so gehen. So, und ich schaffe es jetzt auf 800 Meter. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn ihr einen 10 Kilometer Abstand habt. Und deshalb mache ich jetzt künstlich auch mal meinen Abstand etwas höher. Ihr versucht bitte beim ersten Rendezvous-Anflug unter die 10 Kilometer zu kommen. Das ist relativ wichtig, weil sonst tut ihr euch sehr schwer damit, näher ranzukommen und verbraucht dabei sehr viel Treibstoff. Das heißt, unter die 10 Kilometer ist gut. Wenn ihr es so wie ich auf 800 Meter schaffen würdet, dann nehmt das auch direkt. Dann fliegt direkt auf 800 Meter ran, bremst auf 800 Meter Entfernung und gut ist. Was ihr jetzt hier seht, ist quasi Folgendes. Das ist ein bisschen eine Prognose, was passieren wird. Das heißt, wir werden hier drüben unser Manöver fliegen. Das funktioniert wieder mit dem blauen Manövermarker. Und dann werden wir im darauffolgenden Orbit an exakt dieser Position im Orbit eine Entfernung von 8,4 Kilometer zu Metris haben und einen Geschwindigkeitsunterschied von 28,5 Meter, den wir dann ranbremsen. Das ist aber die Feinheit des Rendezvous. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir also erstmal das sogenannte erste Annäherungsmanöver. Das heißt, wir wechseln aus unserem Chaser-Orbit, also aus dem Verfolgungsorbit, den wir jetzt haben, um die Entfernung abzubauen, wechseln wir jetzt mit diesem Burn in eine Annäherung. Das heißt, wir heben unseren Orbit jetzt, der niedriger ist, wieder auf den Orbit von Metris an. Und das Ganze funktioniert so, dass wir einfach diesem Manöver folgen, nachdem wir es geplant haben, und dann den Schub abfackeln. Das sind nur 7,6 Meter pro Sekunde. Das heißt, kurzer Halbsekunden-Burn, das können wir relativ punktuell machen. Mit Z könnt ihr sofort auf Vollschub gehen, falls ihr das bisher noch nicht rausgefunden habt. Mit X dann wieder auf 0. Das heißt, ich drücke jetzt einmal kurz bei minus 0 plus minus Z und schon habe ich es übertrieben. So, wenn das passiert, müsst ihr nicht panisch werden. Erstens guckt ihr als allererstes mal, was ist denn eigentlich passiert. So, ist es schlimm? Nö, ist nicht schlimm. Sind 7,5 Kilometer in die andere Richtung. Sollte es doch schlimm sein, dann dreht ihr einfach exakt in die andere Richtung. Ihr habt jetzt hier irgendwelche Indikatoren drauf oder ihr habt das Manöver noch offen gelassen oder ihr merkt euch die Gradzahl. Ihr geht einfach exakt in die andere Richtung. So, hier ist das Gegen. Zu jedem Böbel gibt es immer ein Gegenböbel. Das hat immer die gleiche Farbe, wenn es das Gegenböbel ist. Und dann brennt ihr halt einfach ganz vorsichtig mit wenig Schub hier in der anderen Richtung. Ich lasse das jetzt aber mit Absicht mal weiterhin auf einem Abstand von 6 Kilometern jetzt noch. So, jetzt kommt wieder der Zeitraffer rein. In dieser Zeit nähern wir uns Metris natürlich auch weiter an, aber ihr seht, unser
Orbit steigt jetzt auch immer weiter. Das heißt, wir gehen immer höher und kommen jetzt langsam aber sicher auf Mattress Orbit mit dazu. Der ist nicht ganz deckungsgleich, logischerweise, sonst hätten wir ja nicht 6 Kilometer Abstand. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir das hinbekommen, den lieben Mattress hier abzufangen. Das ist aber relativ einfach. Kurz vor dem Manöver geht ihr einfach wieder schön aus dem Zeitraffer raus und euer Navball schaltet oft schon von alleine auf Ziel um. Wenn ihr das nicht tut, könnt ihr das durch Draufklicken machen. Wenn ihr nicht auf Ziel gehen könnt, habt ihr nicht als Ziel ausgewählt. Also bitte auf der Karte einmal anklicken und als Ziel setzen. So, ihr bekommt im Zielmodus, das ist ganz wichtig, im Zielmodus habt ihr auch wieder die pinken Indikatoren. Ihr habt aber auch die Pro- und Retrograde, also die rechtläufig und rückläufig Indikatoren. Und was ihr wollt, ist der rückläufig Indikator. Die beziehen sich jetzt nämlich aufs Ziel. Ihr seht, das hat überhaupt nichts mit eurem Orbit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie ihr euch zum Ziel bewegt. Das heißt, ich habe jetzt eine Entfernung von jetzt langsam steigend 6,4 Kilometer und das Erste, was ich jetzt mache, ist mit ein wenig Schub die Geschwindigkeit zwischen Mattress und mir auf 0 zu senken oder so nah wie möglich an 0 ranzukommen. So, dann seht ihr auch, wandert das Ding schon relativ schnell. Jetzt sind wir ungefähr gleich schnell. Was das mit eurem Orbit macht, es gleicht eure Orbits relativ stark an. Wie ihr seht, fliegen wir jetzt fast auf dem perfekt gleichen Orbit wie Mattress. Das passt nicht ganz, weil wir 6 Kilometer Abweichung haben, aber wir sind sehr nah beieinander. Und jetzt, wo wir unsere Geschwindigkeit angeglichen haben, nehme ich mir den pinken runden Marker, also der mit dem Kreis drumherum, und versuche durch die Steuerung den Prograde-Marker relativ gut auf das Ziel zu bringen. Das funktioniert übrigens folgendermaßen. Ihr seht ja, ich weiche jetzt in diese Richtung ab. Und damit ich den auf die Mitte vom Marker bringe, muss ich in die andere Richtung ein bisschen übersteuern. Das heißt, ich mache einfach meinen Schub an und dann seht ihr, wie das rüberwandert. Okay, habt ihr das gesehen? Ich kann quasi die Richtung damit beeinflussen. Wenn ich den ungefähr drauf habe auf meinem Ziel, kann ich auch einfach aufs Ziel Gas geben. Passt ein bisschen auf, werdet nicht zu schnell. 10 Meter pro Sekunde sind schon 36 km/h. Bei 6,3 Kilometern dauert das zwar einen Moment, aber ihr wollt halt auch nicht in den anderen reinknallen. Okay, wir gehen jetzt mal auf ungefähr 10 Meter pro Sekunde. Und dann seht ihr schon, hier hinten haben wir eine Annäherung von 7 Kilometern. Das ist ja noch nicht so perfekt. Eigenartig. Gut, liegt daran, dass unsere Orbits einfach noch so unterschiedlich sind. Das heißt, da müsst ihr einfach gucken, dass ihr das wieder aufeinander bringt. Und gegebenenfalls, je höher die Entfernung ist, deshalb sage ich, versucht unter die 10 Kilometer zu kommen, müsst ihr mehr Gas geben. Wichtig ist, wie gesagt, dabei, dass ihr immer ein Auge ein bisschen auch darauf behaltet, wie viel Treibstoff ihr noch habt. Und ihr könnt das Ergebnis von dem, was ihr da treibt, immer hier ganz gut sehen. Euer nächster Schnittpunkt ist jetzt 2,4 Kilometer entfernt noch voneinander und bei 21,4 Metern. Dadurch, dass wir immer noch abweichen, kann ich jetzt hier auch nochmal, also das passiert alles hier auf dem Navball, da müssen eure Augen sein und hier prüft ihr nur das Ergebnis. Mit ganz wenig Schub kann ich jetzt hier dafür sorgen, dass ich die Abweichung immer weiter senke. Dafür steigere ich aber auch die Geschwindigkeit, mit der ich dran vorbeischieße, weil ihr seht, mein Orbit wird immer höher. So, und jetzt bin ich auf 1,4 Kilometer ran und das reicht mir völlig erstmal als nächster Schritt. Das heißt, wir lassen ihn jetzt rancoasten. Und jetzt seht ihr auch, was passiert. Wir fliegen nämlich seitlich vorbei, dadurch, dass wir immer mehr Abweichung bekommen. Und das kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen korrigieren. Auf die spriteffiziente oder auf die vorsichtige. Ich zeige euch jetzt die vorsichtige. Die vorsichtige ist, hier jetzt wieder rückläufig zu gehen. Die ist nicht besonders effizient. Die ist einfach vorsichtig und die solltet ihr am Anfang benutzen. Und einfach erstmal wieder alles auf Null zu bringen, damit ihr nicht zu schnell seid und euch dann weiter anzunähern. Sobald ihr in so einen magischen Bereich von unter 2 Kilometern kommt, triggert normalerweise eure Rendezvous oder eure Rettungsmission müsste es sein. Nächstes sogar schon die Rendezvous. Genau, also unter 2 Kilometern oder 2,2 ist es, glaube ich, wo es auslöst, habt ihr ein Rendezvous erreicht. Das ist uns jetzt aber noch nicht genug. Wir wollen ja noch den Mattress holen. Und damit ist das war's schon. Das ist ein Rendezvous. Punkt. Wir haben uns mit jemand anders getroffen und sind unter 2 Kilometer gekommen. Jetzt machen wir aber mal ein richtiges Rendezvous, wie ihr euch das wahrscheinlich auch vorstellt aus der Raumfahrt draus. Wir wollen jetzt nämlich noch näher ran. Dafür gehen wir jetzt wieder auf den Prograde-Marker, richten uns aus. Wir hatten die Geschwindigkeit ja angeglichen. Und jetzt passiert wieder genau das Gleiche. Nur, dass wir jetzt sehr viel vorsichtiger arbeiten können, weil wir sind schon sehr viel näher dran. Und auch hier wieder können wir sehen, durch Umschalten auf den Marker, dass wir jetzt hier auf nicht ganz 100 Meter runterkommen. Und das kann man auch wieder
auf 0,0 bringen. Das sind dann irgendwas unter 100 Meter. Das kann auch schon eine Kollision sein. Wichtig ist aber jetzt wirklich auf die Geschwindigkeit zu achten, verglichen zum Ziel, weil ihr sonst ein ganz großes Problem bekommt. Das heißt auch rechtzeitig, gerade mit großen Raketen, mit den kleinen ist das jetzt alles noch total angenehm. Die drehen schnell. Gerade auch mit großen Raketen rechtzeitig drehen, denn ihr müsst in die Richtung Schub gehen. Und ganz, ganz wichtig, gebt nicht Vollschub in Richtung einer anderen Rakete. Überraschenderweise drückt es die nämlich weg. So, ich lasse uns jetzt mal randriften. Wir werden relativ nah kommen, weil wir unter 100 Meter schaffen auf jeden Fall. Ihr seht aber auch schon, wir haben hier nicht ganz eine Deckungsgleichheit. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir würden, wenn wir gar nichts tun, einfach dran vorbeifliegen. Das heißt, wenn die nicht hundertprozentig deckungsgleich sind, nicht panisch werden. Das ist eine gute Sache. Das soll so sein. Ihr wollt ja daneben einparken. Ihr parkt ja auch auf dem Supermarktparkplatz nicht direkt auf dem anderen Auto ein. Und wenn, dann macht er das halt nicht oft, außer ihr fahrt einen Monster-Truck. Und wahrscheinlich geht er auch dafür ins Gefängnis. So, wenn wir an die Kapsel rankommen und jetzt so langsam die Entfernung haben, die wir eigentlich haben sollten, also unter 100 Meter in unserem Fall, dann können wir hier diese Geschwindigkeit retrograd wieder angleichen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist gemütlich auf eine Geschwindigkeit gehen, die sehr, 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 sehr ähnlich dazu ist. Wir haben jetzt eine 0,1 Meter Abweichung. Das ist okay. So, jetzt kommt natürlich der Part, ach verdammt, wir müssen den Körbel retten. So. Und da geht es jetzt nämlich los. Wir müssen jetzt irgendwie hier, wo ist er denn, umschalten. So, das geht, wenn man es auf der Karte, also normalerweise, ich wollte ihn eigentlich auf der Karte anklicken, die überlappen sich aber manchmal. Also ihr könnt ja auch auf der Karte wechseln zu, das geht jetzt gerade nicht, weil, ach so, jetzt geht's, weil ich jetzt in der anderen bin. Wartet mal, ich schalte mal kurz zurück, ich sage euch gleich, welche Taste es ist. Das geht jetzt beim Umschalten relativ schwierig, weil die sich so doll überdecken. Dafür könnt ihr aber, wenn ihr nichts umgestellt habt, mit SZ oder diesem Hochtick, Accent de Gu, Accent de Graf, hat meine französische Lehrerin immer gesagt, oder einfach dem SZ-Fragezeichen, könnt ihr umschalten zu Objekten in der Nähe. Und siehe da, hier ist der Metris und von Metris aus sieht man auch schon ganz gut unser Raumschiff. Wenn ihr das nicht gut seht, weil es dunkel wird, kann man mit Licht übrigens magische Dinge bewirken. Dann kann man das sehen. So, was ihr jetzt tut, das soll ja hier kein Docking sein, ist, ihr steigt mit Metris einfach aus. Sobald ihr auf die 2 Kilometer ran seid, habt ihr Kontrolle über den guten Kerl und könnt auf diese Art und Weise umsteigen. Und dann könnt ihr loslassen, R drücken, ganz wichtig auch gucken, dass das SAS an ist. Und dann guckt ihr und ihr könnt das hier als Ziel setzen, indem ihr auch wieder sagt, oh, das funktioniert jetzt auch wieder nicht hervorragend, aber ich glaube, man kann auf das Root-Part doppelklicken. Jawohl, also auf die Kapsel vorne doppelklicken, dann kriegt ihr ein Ziel, und habt das auch und dann könnt ihr einfach den Navball, ich halte gerade die rechte Maustaste gedrückt, in die Richtung drehen. So, und dann macht ihr euch noch das Licht an, falls es dunkel wird. Und dann gebt ihr einfach mit W Vorwärtsschub. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Thema EVA, um längere Strecken zu überwinden. Hier ist eure Bewegungsrichtung, hier ist euer Ziel. Mit A kann ich das jetzt nach links verschieben. Mit Shift kann ich es nach oben verschieben. Mit D verschiebe ich es wieder nach rechts. Und siehe da, wir werden jetzt auf jeden Fall bei der Rakete ankommen. Das ist eigentlich die ganze Magie. Bringt diese zwei Sachen übereinander und macht euch nicht 200 Meter pro Sekunde schnell. Dann sterbt ihr auch nicht. So. Generell sind solche Annäherungsmanöver und auch Umsteigemanöver sind einfach eine gewisse Geduldsfrage. Also lasst euch Zeit bei den Sachen, macht das nicht zu schnell, guckt in Ruhe und bringt euch da ganz gemütlich ran an die Sache und korrigiert halt immer dann, wenn es nötig ist. All das verbraucht Treibstoff. Wir haben jetzt 4,9 von 5 EVA Treibstoff noch. Als Faustformel, ihr habt glaube ich ungefähr, waren das 600 Delta V? Ich meine 600 Delta V in den Raketenrucksäcken drin. Das klingt jetzt eine ganze Menge, seid einfach vorsichtig, doch ans 200. Auf jeden Fall habt ihr genug Reserve, wenn ihr nicht wie die Verrückten durch die Gegend heizt. Versucht nicht Gravity-like, damit irgendwie von der Raumstation zum Raumschiff und noch einen kurzen Stippvisite beim Mond. So funktionieren Raketenrucksäcke nicht, aber für sowas hier reicht es. Und das Wichtigste ist einfach, nicht panisch werden. Das Ganze, hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist alles kein Hexenwerk. WASD ist nach vorne, nach hinten, links und rechts, wie ihr es von jedem guten Shooter kennt. Und mit Shift und Steuerung ist hoch und runter, weil ihr habt natürlich noch eine dritte Dimension dabei. Und ihr fliegt jetzt ganz langsam einfach an die Luke ran und an der Luke könnt ihr euch dann irgendwo festhalten. So, was jetzt nicht funktionieren wird, ist reingehen. Weil wenn ihr jetzt reingehen wollt, wird euch sagen, oh, das kann nicht betreten werden, das ist schon voll. Das ist nicht so wild. Was ihr jetzt machen könnt, ist wieder mit
SZ umsteigen. Was jetzt macht, ist einfach Rechtsklick auf den guten Mann und dann macht ihr Crew transferieren. Dann transferiert ihr den Jebediah, indem ihr das anklickt und damit links auf das Crew-Modul geht. Da passen nämlich zwei rein. Jetzt ist der liebe Jebediah vorne raus. Nochmal SZ. Die Kapsel ist mittlerweile leer. Nochmal SZ. Jetzt drückt ihr B an Bord gehen. Alles ist cool. Mattress sitzt jetzt hier vorne drin. Mattress ist zufällig auch ein Pilot. Das heißt, er könnte das auch fliegen. Ich zeige euch jetzt aber, wie wir wieder unseren ursprünglichen Piloten bekommen. Das habt ihr sicherlich aber auch schon antizipiert, was jetzt passiert. Ich transferiere jetzt Mattress auch noch hier hinten. Jetzt high-fiven die da einmal hinten drin kurz, weil sie ja jetzt gute Kumpels sind. Also wenn ihr jetzt reingeht mit C, guckt der eine den anderen an. Haha, hallo ihr zwei. Hallo. Na, danke, dass du mich gerettet hast. So, und dann funktioniert Crew-Transfer natürlich auch noch in die andere Richtung. Das heißt, ihr könnt jetzt Jebediah wieder von hier hinten in eure Kapsel nach vorne transferieren. Und ab jetzt beginnt eigentlich genau das Gleiche, was ihr sonst auch immer gemacht habt für die Landung. Das heißt, wir werden jetzt einmal, weil ich einfach in der Nähe vom Space Center landen will, das habe ich mir aber in den Kopf gesetzt, werden wir jetzt noch eine Runde um den Planeten rumgehen. Und ich werde hier diesmal bremsen, weil ich habe noch relativ viel Delta V, also das sind so knappe 800 Delta V, die ich da noch zur Verfügung habe. Und die werde ich gleich nutzen, um ungefähr in der Nähe des Kerbin Space Centers meine Landung hinzulegen. So, und zwar ungefähr hier. Ich gehe jetzt wieder auf Umlaufbahn und rückläufig, denn ich möchte ja jetzt bremsen und werde dann jetzt über den Kartenblick mit Z mein Triebwerk feuern und mal gucken, wie nah ich es schaffen kann. Also mein Ziel wäre hier irgendwie den Splashdown anzuvisieren. Das sieht ganz gut aus, das klappt noch. Ihr könnt aber auch überall woanders landen. Das ist jetzt einfach nur so ein persönliches Ehrgeizding, da ein bisschen an die Stelle ranzukommen. Ihr könnt den Treibstoff noch behalten und damit noch wilde Manöver machen und bremsen und gucken. Ich werfe das jetzt ab, weil ich brauche es nicht mehr. Zack. Und damit sind wir für den Wiedereintritt konfiguriert und können jetzt eigentlich den Zeitraffer anwerfen und warten, dass alles wieder so läuft, wie es sonst halt auch läuft. Das Ganze wird aerodynamisch nicht ganz so stabil sein, deshalb lasst ruhig den rückläufig Umlaufbahn bzw. rückläufig Oberfläche eingerastet. Das sollte ganz gut funktionieren und das werden wir jetzt gleich sehen, ob es funktioniert. Die Fallschirme, wie gesagt, natürlich wieder erst, sobald wir eine gewisse Geschwindigkeit haben, die das zulässt. Solange die rot oder orange sind, ist das nicht der Fall. Um euch da mal hart zu spoilern. Den Anflug, an den werdet ihr euch gewöhnen, diese Bergkette ist ein guter Indikator, dass dahinter gleich das Kerbin Space Center kommt. Das heißt, ich hoffe, dass wir einen relativ schönen Überflug des Kerbin Space Centers tatsächlich bekommen und dabei im Idealfall auch nicht sterben werden. Und wie ihr seht, sieht das ganz gut aus. Also dadurch, dass wir gar keinen elektrischen Strom verbrauchen, ist das schon mal ein ganz guter Indikator, dass das SRS gar nicht arbeitet und wir also relativ stabil liegen. Wenn jetzt unsere Fallschirme noch insgesamt die Wiedereintrittshitze überleben, dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir hier irgendwo vor Kerbin, vorm Kerbin Space Center, nicht vor Kerbin an sich, sondern auf Kerbin, einen relativ schönen Splashdown hinlegen werden, mit dem wir uns zurückmelden auf der Basis und dann unseren Kollegen abliefern. Was wir hier übrigens auch noch haben, und das ist eine schöne Idee, warum Rettungsmissionen auch unglaublich Sinn machen. Also zum einen haben wir dafür natürlich Kohle bekommen, zum anderen, wenn ihr die rettet, werden die Teil eures Weltraumprogramms, und zwar kostenlos. Kerbals sind eigentlich relativ teuer, die zu kaufen, aber über die Rettungsmission könnt ihr euch kostenlos Crewmitglieder besorgen. Nur so ein Tipp. Eigentlich gibt es keinen Grund, Kerbals zu kaufen, sondern wir können die eigentlich retten. Wir haben auch noch World First Crew Transfer, weil wir Leute von A nach B transferiert haben, abgeschlossen. Das heißt, wir dürfen den Mattress jetzt nur nicht umbringen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ihr seht, wir kommen jetzt relativ gut über das Kerbin Space Center. Da unten kann man sogar so ein bisschen die Landebahn erkennen und die verschiedenen Gebäude. Und wir bremsen jetzt relativ stark ab, weil wir jetzt in die tiefere Atmosphäre kommen. Alles sieht weiterhin total prächtig aus. Und ich nehme jetzt mal das SRS aus, weil das hat sich eigentlich erledigt. Ihr seht, wir kommen in eine leichte Schieflage, aber nichts Wildes. Und werden jetzt wahrscheinlich über das Space Center hinaus schießen. Davon gehe ich weiterhin stark aus. Und irgendwo am Strand
einen Absturz hinlegen. Wobei ich vorhabe, das dann mit dem Fallschirm jetzt gleich noch ein bisschen zu bremsen. Das Schöne ist, wir haben nebenbei sogar noch ein bisschen Wissenschaftspunkte gemacht. Ich glaube, einen Crewbericht hier hatten wir schon. Ja, da kommt nichts Neues mehr bei rum. Aber wir haben noch 8 Wissenschaftspunkte aus dem Orbit mitgenommen. Auch das ist nicht ganz schlecht. So, und jetzt sind wir eigentlich schon über. Also laut der Karte sind wir schon über den Strand drüber. Ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Wichtig ist, dass ihr mal so vor 5000 Metern irgendwann eure Fallschirme rauslasst. Das ist normalerweise eigentlich kein Stress. Bis dahin sollten die locker in einem grauen Zustand sein. Waren sie bei uns auf jeden Fall. Sind jetzt wieder in diesem Vordeploy. Und das sieht so aus, als ob wir mit ein bisschen Glück sogar noch ganz knapp. Nein, 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 das wird Wasser. Das wird Wasser. Sah so aus, als ob wir noch ganz knapp auf den Strand fallen, aber tun wir nicht. Und auf 700 Meter kriegen wir den Full Deploy. Da gibt es dann kurz mal ein bisschen Gehbelastung. Und wichtig ist halt, und das sieht ganz gut aus, dass wir so unter 7 Meter pro Sekunde kommen insgesamt. Und das schaffen wir auf jeden Fall. Ich lasse das jetzt mit dem Zeitraffer sinken. Und dann haben wir unser erstes Rendezvous gemacht, also auch alles kein Hexenwerk. Haben uns parallel gleich noch einen neuen Piloten besorgt, nämlich den Mattress, der ab jetzt in unserem Weltraumprogramm unterwegs sein wird. Und der garantiert auch gleich einen Stern bekommt, weil er war ja schon im Orbit. Wir haben ihn ja von dort gerettet. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, um Rendezvous zu üben und Kerbals einzusammeln und nebenbei noch relativ viel Kohle dafür zu bekommen. Das hilft sehr am Anfang. Also mir hat das immer sehr geholfen und das ist eine sehr gute Vorbereitung für ein Docking. So, wir haben Splashdown, alles ist super. Wir kippen einmal ins Wasser und recovern unser Raumfahrzeug zurück in die Basis. Also einmal Klick auf Raumfahrzeug bergen. Und dann kriegen wir jetzt noch den Abschluss der Mission, weil wir jetzt erst Mattress wirklich gerettet haben. Jetzt ist die Mission erst komplett abgeschlossen. Sind wieder auf 79 Wissenschaftspunkte hoch. Das heißt, wir haben die 8 Wissenschaftspunkte für den EVA-Bericht. Und wir haben natürlich auch ein Raumfahrzeug wieder geborgen, was aus dem Orbit zurückkam. Das gibt immer noch ein bisschen Wissenschaftspunkte, weil ganz so weit sind wir noch nicht. Mattress hat ein Erfahrungspunkt, zwei Erfahrungspunkte und einen Stern bekommen und ist jetzt Teil unserer Crew. Das heißt, der gehört jetzt hiermit dazu. Mattress ist ab jetzt hier verfügbar. Den kann man auch verschiedene Sachen anziehen. Ist ein Pilot, hat schon einen Stern. Alles super. So, und damit haben wir unsere erste Mission hier erledigt und werden in der nächsten Mission dann mal gucken, wie es weitergeht. Bis dann.